Haben Sie vielleicht auch so ein Gerät bei sich zu Hause liegen? Das ist ein Fire HD 7 von Amazon. Bei Ihnen geht alles, bei mir nicht. Ich habe inzwischen schon das 6. Austauschgerät und mehr oder weniger auch immer denselben Fehler. Gekauft habe ich mir das Gerät vor etwa 1,5 Jahren. 79 Euro, da kann man nicht meckern, ein tolles Tablet für unterwegs. Aber nach einigen Monaten stellte sich heraus, dass das Gerät immer abschaltete, obwohl der Akku noch rund 25% zeigte. Komisch, dachte ich und rief an. Tja, unter dem rufe ich immer mal wieder an und bekomme Austauschgerät um Austauschgerät um Austauschgerät. Und letztlich ist es immer derselbe Fehler. Jetzt, mein 6. Gerät ist angekommen. Sie sehen es hier noch frisch verpackt. Und ich habe den leichten Verdacht, dass wir genau dasselbe Problem hier wiederfinden. Und deswegen möchte ich es jetzt live vor Ihren Augen auch mal auspacken. Das mache ich dann mal. Hier mit der vorbereiteten Schere. Schauen wir mal. Hier haben wir so eine Banderole noch dran. Upsa. So. Dann schauen wir doch mal. Und tara, es ist ein neues Austauschgerät. Und wie immer handelt es sich um ein Refurbished-Gerät. Das soll heißen, es ist letztlich ein Gerät, was andere Kunden schon mal hatten, mit dem sie warum auch immer nicht zufrieden waren. Wahrscheinlich war es ein Akkuproblem. Und das habe ich jetzt. Tara, original verpackt. Hier in einer hübschen Klarsichtfolie. Und wie man es von Amazon kennt, geht es eigentlich gleich an. Es ist ja meistens aufgeladen und begrüßt einen schon mit Namen. Wollen wir mal sehen, was dieses hier macht. Einmal einschalten. Naja, das geht nicht, aber vielleicht hat es dann doch ein bisschen wenig Strom. Ich lade es einfach mal aus, dann geht's bestimmt. Tja, meine Damen und Herren, ich habe es live vor Ihren Augen ausgepackt, mein 6. Kindle Fire HD 7 und es ist wohl der Vorführeffekt, aber es geht wirklich unglaublich. Ich habe es jetzt 14 Tage im Einsatz und tatsächlich, es funktioniert, der Akku läuft bis 0% runter. Ich habe es wieder lieb, aber trotzdem, also 5-mal austauschen, das geht wirklich nicht.